Genau, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Organisation der Veranstaltung. Super cool, dass so viele Leute gekommen sind. Uns fällt die Aufgabe zu, in den rechtlichen Rahmen einzuleiten. Und die Frage, die uns so ein bisschen begleitet, ist, über welches Recht reden wir eigentlich und um wessen Rechte geht es in dieser ganzen Debatte? Ist die Reform wirklich ein solcher Paradigmenwechsel, wie die deutsche Innenministerin sagt? Geht das? Was ist damit? Eine ganz kurze Übersicht, hier ist unser Vortrag strukturiert. Wir wissen nicht, mit welchem Vorwissen die Leute hier sind, fangen deswegen ganz grundlegend an. Wie geht eigentlich das Gesetzgebungsverfahren? Wie ordnet sich diese ganze GEAS-Reformdebatte rechtlich ein? Und dann gehen wir ins Konkrete. Um welche Rechtsakte geht es eigentlich? Was sehen die vor? Und wie weit sind die schon fortgeschritten? Und als letzte Perspektive sozusagen die Frage, wie lässt sich denn das Recht mobilisieren? Weil es ist ja immer so eine doppelte Situation mit dem Recht. Einerseits schränkt es ein, entrechtet es, und andererseits kann es eben auch individuelle Rechte verschaffen. Genau, dann fangen wir direkt erstmal mit den Grundlagen an. Was ist denn eigentlich das gemeinsame europäische Asylsystem? Genau, also das besteht seit 1999 und regelt im Endeffekt die Aufnahme von MigrantInnen an den Grenzen, sichert Mindeststandards bei der Aufnahme, also was zum Beispiel Verpflegung und Unterkunft angeht, genau, und regelt aber auch den Asylverfahrensverlauf, also was passiert, wenn eine Person einen Antrag stellt auf Asyl. Genau, und wichtig dabei ist noch zu sagen, das heißt gemeinsames europäisches Asylsystem, weil es mehrere Rechtsakte sind. Das heißt, wenn wir von einer Reform des GEAS sprechen, sprechen wir eigentlich von vielen kleinen Reformen, von vielen Rechtsakten. Und das macht das Ganze so kompliziert, weil quasi für jede Reform gibt es immer wieder neue Vorschläge. Genau, und es ist eben ein System aus ganz vielen kleinen Rechtskörpern. Und das macht unseren Vortrag leider auch sehr theoretisch, weil wir halt sehr viele Rechtsakte nämlich besprechen. Dann kurz zum Gesetzgebungsverfahren, weil das auch in den Medien teilweise dann manchmal schwer ist, das auseinanderzuhalten. Die Sachen, die gerade aktuell diskutiert werden, sind noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir befinden uns noch im Gesetzgebungsverfahren. Änderungen können also weiter vorgenommen werden. Genau, und die drei Verordnungen, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, die sind eben gerade aktuell noch in zwei unterschiedlichen Stadien. Wir haben zwei, die schon verhandelt werden im dritten Stadium und zwei, wo noch das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union einzeln voneinander beraten. Genau, dazu kommen wir nochmal später zurück. Nur für euch schon mal als Übersicht und zur Einordnung, das sind gerade eben noch Vorschläge, die in unterschiedlichen Stadien des Gesetzgebungsverfahrens sind. Und dann tauchen wir auch schon ein. Worum geht's? Wir besprechen jetzt als erstes kurz die Asylverfahrensverordnung und die will eigentlich Asylverfahren vereinheitlichen. Die regelt die staatlichen Schritte, die passieren, wenn Menschen einen Asylantrag in der EU stellen. Und das Problem ist hier schon erkannt und gleichzeitig wird es mit den ganz vielen Gesetzesnovellen nicht so richtig in den Griff bekommen, nämlich wie es Leuten geht, den unterschiedlichen EU-Mitgliedsländern Asylanträge stellen, ist total unterschiedlich. Und wer anerkannt wird in der EU, ist auch total unterschiedlich, je nach Mitgliedsland und in Deutschland auch nach Bundesland. Deswegen sprechen manche SoziologInnen auch von einer Asyllotterie. Der Fokus der Debatte, wenn es eigentlich um die Novelle der Asylverfahrensverordnung geht, richtet sich auf zwei Kernbegriffe. Und es sind einmal Grenzverfahren und dann sichere Drittstaaten. Und was das eigentlich heißt, was es mit diesen Begriffen auf sich hat, darum geht es jetzt. Und aber auch um wessen Rechte und um welches Recht es eigentlich geht. Fangen wir an damit, was sind eigentlich sichere Drittstaaten? Die gibt es schon jetzt
Und das Konzept ist so ein bisschen, okay, Leute haben ein Recht auf Schutz und vielleicht müssen das aber nicht hier in der EU kriegen, sondern vielleicht gibt es auch noch andere Staaten, die auch so asylrechtlichen Schutz gewährleisten können. Und dann können wir doch einfach sagen, der Antrag hier ist unzulässig, weil das andere Staaten, sogenannte Drittstaaten, das ist also die EU-Perspektive, machen. Und dafür muss man also erstmal Staaten als sicher einstufen. Als sicher eingestuft werden können nach heutigem Stand Staaten, in denen keine asylrelevante Gefährdung besteht. Wenn ihr euch schon mal mit Asylrecht beschäftigt habt, dann wisst ihr, es gibt so 5 Anerkennungsgründe. Das kann zum Beispiel rassistische Verfolgung sein, religiös motivierte oder auch die Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Und die sind damit gemeint. Dann dürfen außerdem in Staaten, die jetzt sichere Drittstaaten eingestuft werden, keine illegalen Zurückweisungen drohen. Das bedeutet, dass die Staaten Leute nicht einfach dann weiter abschieben dürfen in Staaten, in denen ihnen solche asylrechtlich relevante Gefährdungen droht. Also das ist so eine sogenannte Kettenabschiebung, heißen die auch. Und der Drittstaat muss dafür, für diese ersten 2 Sachen ja schon, ein funktionierendes Asylsystem haben. Hier schon, also bei all diesen Sachen merke ich schon, es ist so eine Krux, wer sagt das denn, wer stuft es denn ein, auf welche Maßstäbe kommt es denn an? Und zum Schluss, und das ist auch heute in der Reformdebatte diskutiert, muss es eine Verbindung geben zwischen Antragstellerin und Drittstaat. Das heißt, man darf nicht einfach in irgendeinen random Drittstaat, mit dem man noch nie was zu tun hatte, vorher abgestimmt bzw. überstellt werden. Die Rechtsfolge, wenn also jemand über einen für die Person sicheren Drittstaat eingereist ist, ist erstmal, dass deren Antrag auf Schutz als unzulässig abgewiesen wird. Das bedeutet, es gibt gar keine inhaltliche Prüfung. Das heißt, die Staaten prüfen dann gar nicht, okay, droht der Person vielleicht Verfolgung wegen ihres Geschlechts, Religion oder rassistischer Verfolgung. Genau. Die rote Linie sozusagen, über welches Recht reden wir hier, ist immer das Refoulementverbot, weil das ist völkerrechtlich verhandelt. Deutschland ist da Mitglied der Genfer Flüchtlingskonvention und kann da auch nicht so einfach raus. Und das Refoulementverbot, das bedeutet, dass Leute eben nicht zurückgewiesen werden können in Staaten, in denen ihnen Verfolgung droht. Und das bedeutet aber auch, dass jede Person Recht darauf hat, dass ihr Schutzgesuch individuell geprüft wird. Was ist also der Reformvorschlag? Okay, es gibt diese sicheren Drittstaaten. Es soll erstmal mehr davon geben. Und wie schafft man das, dass mehr Staaten als sicher eingestuft werden? Naja, indem man die Anforderungen dafür, was überhaupt als sicher gilt, runterschraubt. Und das geht dann zum Beispiel so, dass sichere Teilgebiete ausreichen, dass die Sicherheit nur für manche Gruppen ausreicht oder dass es eben auch eine viel geringere Anforderung an die Verbindung zwischen der Antragstellerin und dem Drittstaat gibt. Und manche Staaten wollen sogar so weit gehen, Ungarn zum Beispiel hat gefordert, dass es reichen soll, wenn die Person Gebietskontakt hatte. Das heißt, naja, wenn die Person halt eingereist ist über diesen Staat, dann soll es ausreichen. Und das ist halt mega random für die Leute. In der aktuellen Diskussion wird gerade überlegt, zum Beispiel Tunesien oder die Türkei als sichere Drittstaaten einzustufen. Das machen teilweise auch schon Staaten in Europa, zum Beispiel Griechenland macht das für syrische Leute. Was total krass vor dem Hintergrund ist, dass die Türkei immer wieder syrische Leute auch in syrische Kriegsgebiete abschiebt. Genau, hier sind einfach so ein paar Beispiele, die zeigen, wie krass diese aktuelle Diskussion eigentlich ist und dass es in der Debatte auch um Menschenrechte, die mit der Reform bedroht sind, nicht nur um das alleinige geltende Recht oder das, was sozusagen auf dem Papier steht, geht, sondern auch um die Umsetzung, weil das Recht wird ja nicht in einem luftleeren Raum diskutiert, sondern immer mit den konkreten Staaten im Kopf, immer mit dem konkreten EU-Kontext im Kopf. Und hier haben wir also sozusagen einerseits diese politische Kritik am Konzept,
Konzept der sicheren Drittstaaten, nämlich, wow, krass, die EU entzieht sich voll ihrer Verantwortung, auch ihrer postkolonialen Verantwortung für Fluchtursachen und für die Verstrickungen, die es gibt, dafür, dass viele Leute in die EU kommen wollen. Und andererseits haben wir eben diese rechtliche Kritik daran, dass bestimmte Mindeststandards untergraben werden und dass die Umsetzungsdebatte ebenfalls offensichtlich nicht an diesen rechtlichen Mindeststandards interessiert ist. So, das sind einmal die sicheren Drittstaaten. Kommen wir jetzt zum anderen großen Punkt, der auch diskutiert wird, und zwar den Außengrenzverfahren. Hier einmal kurz für euch zum Reinblicken, wo sind eigentlich die EU-Außengrenzen und wo kommen eigentlich viele Leute in die EU? Heute gibt es schon viele Verfahren an den EU-Außengrenzen. Wer die Nachrichten verfolgt, auch ehrlich, wer sie nicht verfolgt, kriegt immer wieder mit, wie heftig die Rechtsbrüche schon heute in Asylrechtsverfahren sind, insbesondere an EU-Außengrenzen. Es gibt schon Border Procedures, Grenzverfahren in Griechenland, besonders auf den griechischen Inseln. Die finden dann in sogenannten Close Control Access Center statt. Und man muss nicht mal so NGO-Berichte angucken, man muss nicht mal krasse Journalisten irgendwie kennen oder sowas oder Zeitung lesen, um es zu wissen, sondern es reicht ein Blick auf die Fälle des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, um zu sehen, wie krass die Grenzverfahren und die Verfahren an den Außengrenzen schon heute Rechte untergraben. Ein Beispiel, es werden immer wieder Leute, die selber geflüchtet sind, dazu sozusagen gebracht, bestimmte Listen zu haben, mit denen sie dann die einzelnen Access Points kontrollieren sollen, also den Zugang für andere Geflüchtete sozusagen versperren sollen, um selbst einen höheren Punkt auf der Liste zu kommen und so eine höhere Wahrscheinlichkeit einreisen zu können, und verwehren so sozusagen Leuten sowohl die Einreise als eben auch das Recht auf individuelle Prüfung des Asylgesuchs. Das gibt es alles heute schon und deswegen sprechen ganz viele Leute von einer Kultur der Rechtsbrüche. Was ist neu? Es wird alles noch schärfer. Und es gibt jetzt verpflichtende, oder der Reformvorschlag sieht verpflichtende Grenzverfahren vor. Das bedeutet, bei einer Verletzung der Mitwirkungspflicht, wenn also zum Beispiel eine Person ihren Pass verloren hat und die Behörde denkt, okay, das war Absicht, dann kommt die Person ins Außengrenzverfahren. Oder bei Staatsangehörigen aus Ländern mit einer Anerkennungsquote von unter 20%, die kommen auch verpflichtend ins Außengrenzverfahren. Und das Problem ist da so ein bisschen bei, naja, einerseits sind die Anerkennungsquoten innerhalb der EU komplett divergent, also es reicht von 10% Anerkennung für irakische Geflüchtete bis zu 90%, und deswegen ist diese Berechnung der EU-weiten Anerkennungsquote mega random, und für die Leute bedeutet das, dass sie de facto erstmal festgehalten werden, in schnelleren Verfahren behandelt werden. Es gibt eine sogenannte Fiktion der Nicht-Einreise, das heißt, es wird so getan rechtlich, als wären die Leute gar nicht ins EU-Gebiet gekommen und werden also dann eben auch wieder festgehalten, wie in diesen Centern, die es gerade auf den griechischen Inseln schon gibt. Und das heißt, ohne dass man eine Straftat oder irgendwas gemacht hat, kann man dann bis zu 7 Monate eigentlich da im Knast sein. Und das verstößt zum Beispiel gegen das Penalisierungsverbot, was es in der wieder der Genfer Flüchtlingskonvention unter anderem gibt. Das ist sozusagen das völkerrechtliche Pendant da und verbietet eigentlich Leute zu kriminalisieren, nur weil sie irregulär einreisen müssen, um Schutz zu suchen. Also, durch die Verschränkung von einerseits dem Konzept sicherer Drittstaaten, die es irgendwie ermöglicht, Leute als unzulässig abzuweisen, und diesen Grenzverfahren, die sichere Drittstaaten integrieren können, gibt es total viele Leute, die eben da reinfallen und in dieses Zusammenspiel kommen. Die Regel ist also quasi das, was jetzt die Ausnahme ist.
Genau, kommen wir zum zweiten Rechtsakt. Das ist die Verordnung über das Asyl- und Migrationsmanagement. Management da immer ein toller, fancy Begriff für das, was es eigentlich ist. Und auch das ist wieder ein Rechtsakt, der hauptsächlich aus zwei Teilen besteht. Und zwar geht es einmal um Zuständigkeiten von Mitgliedstaaten für die Bearbeitung von Asylanträgen. Das, was jetzt gerade aktuell noch die Dublin-3-Verordnung ist. Und der zweite Teil ist jetzt neu in diesem Rechtsakt geschaffen. Das ist ein sogenannter Solidaritätsmechanismus, der vermeintlich die Unterstützung der Mitgliedstaaten untereinander regeln soll. Genau, hier nochmal kurz dann als Überblick. Zum einen haben wir jetzt gerade eben noch die Dublin-Verordnung. Nochmal kurz, was ist Dublin eigentlich? Dublin regelt ein Verfahren zwischen Mitgliedstaaten, wo es eben darum geht, welcher Mitgliedstaat für die Bearbeitung des Asylgesuchs zuständig ist. Darin ist quasi ein Kriterienkatalog festgelegt, der eben dann sagt, die Person, die jetzt in Italien angekommen ist, deren Asylgesuch müsste aber eigentlich in dem Staat B bearbeitet werden, zum Beispiel weil da Familienangehörige sind. Was wir aber sehen, ist, dass in der Praxis ist, dass das Hauptkriterium eigentlich der Einreisestaat ist, also die Staaten an den Außengrenzen. Und das ist quasi auch schon ein Teil der Hauptkritikpunkt immer gewesen an der Dublin-Verordnung 3, weil es eben auch schon vorher 1 und 2 gab. Und ein Kritikpunkt war immer, dass die Hauptlast für die Bearbeitung der Asylanträge eben auf den Staaten an den Außengrenzen liegt. Und der zweite Kritikpunkt war, dass dieser Rechtsakt, dadurch, dass es um die Zuständigkeiten zwischen Mitgliedstaaten geht, sind das eigentlich Verfahren, die zwischen den Staaten stattfinden, aber nicht so sehr, wo es um tatsächlich das Individuum, also das Asylgesuch an sich geht. Und was wir jetzt sehen in der rechtsgeschriebenen Verordnung zum Asyl- und Migrationsmanagement, dass eigentlich diese Kritikpunkte überhaupt nicht aufgefangen wurden, sondern sich im Gegenteil eher verstärkt haben. Wir haben weiter eigentlich, dass das Hauptkriterium der Staat der Einreise bleibt. Das heißt, auch da werden wieder die außenliegenden Staaten hauptsächlich in die Verantwortung genommen. Und was wir auch sehen, ist, dass die Rechte oder die Möglichkeiten für Asylsuchende eigentlich noch weiter eingeschränkt werden. Hier explizit geht es um die Überstellungsfrist. Das heißt, wenn eine Person eben jetzt gerade in Deutschland angekommen ist, dann aber herausgefunden wird, eigentlich wäre Polen zuständig, dann gibt es eine Frist, die Deutschland hat, um diese Person nach Polen quasi zurückzubringen. Und diese Frist ist relativ entscheidend für die Individuen an sich, weil sie in dieser Zeit entweder die Möglichkeit haben, ihren Aufenthalt in Deutschland doch noch zu legalisieren über andere Wege, oder dass dadurch, dass diese Fristen quasi überschritten werden, die Person dann Deutschland zuständig wird. Und wir sehen jetzt eine massive Ausweitung dieser Fristen. Das heißt, jetzt besteht die Gefahr noch mehr als schon vorher, dass Menschen in einem Limbo landen, dass sie halt über Jahre eben keinen Status, also es gar nicht möglich wird, dass überhaupt ein Staat erstmal anfängt, den Asylantrag vernünftig zu bearbeiten, weil wir sind ja noch nicht mal im Asylantrag, sondern wir sind noch einen Schritt davor. Genau, das heißt, das sind die zwei großen Kritikpunkte jetzt an der Verschärfung. Genau, und dann kommen wir zu dem zweiten Aspekt, nämlich der sogenannte Solidarität. Die soll eigentlich, also das ist jetzt die Präambel, das heißt so ein bisschen das Vorwort zu dem Rechtsakt, da wird geschrieben, das ist der Grundsatz der Solidarität, es soll die Prämisse sein, das heißt, es wird als was sehr Prominentes dargestellt, diese Solidarität, aber wie sich dann eigentlich zeigt, ist es ein zahnloser Tiger, und wie sich auch zeigt, geht es hier nicht um Solidarität, wie wir das vielleicht als zivilgesellschaftlicher Perspektive betrachten, Solidarität mit Mitmenschen, sondern es geht um Solidarität zwischen Staaten. Genau, was heißt also eigentlich diese Solidarität? Das ist quasi der Versuch zu sagen, okay, es wurde schon festgestellt, die Außenstaaten sind hauptsächlich verantwortlich für die Bearbeitung der Asylanträge. Und wie können jetzt aber andere Staaten eben diese Außenstaaten unterstützen? Also das ist mit Solidarität in diesem Falle gemeint.
Und das Skurrile darin ist aber, dass eine Unterstützung eben nicht daran erfolgt, dass eigentlich ein Teil der Bearbeitungslast übernommen wird, also dass zum Beispiel Deutschland sagt, wir haben keine Außengrenze, wir übernehmen so und so viele Geflüchtete oder wir übernehmen erstmal die Bearbeitung der Anträge, sondern es gibt einen großen Maßnahmenkatalog, wo sehr viel drinsteht, sehr viel sehr vage formuliert ist. Und das Skurrilste daran ist, dass da zum Beispiel auch drin steht, dass Finanzbeiträge an andere EU-Drittstaaten ausreichend sein soll, an andere Drittstaaten, eben da ist ein Fehler, es geht nicht um EU-Staaten, sondern es geht um Drittstaaten. Genau, das heißt, im Endeffekt könnte es zu einer Situation führen, dass Ungarn sagt, unsere Solidaritätsleistung ist, wir zahlen Geld an die libysche Küstenwache für den Grenzschutz und die libysche Küstenwache ist dafür bekannt, für Folter, andere sehr viele Menschenrechtsverstöße und auch das würde dann unter diesem neuen Akt als Solidaritätsmaßnahme unter den Mitgliedstaaten gezählt werden. Genau, dann kommen wir auch schon zu dem dritten Rechtsakt, das ist die Krisenverordnung. Die Krisenverordnung, hier ist nochmal wichtig zu differenzieren, die ist noch einen Schritt zurück in den Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, wenn wir später nochmal darüber sprechen, wo kann man noch ansetzen, um diese Verordnung zu stoppen, dann sind wir hier noch einen Schritt früher. Das heißt, hier könnte auch sein, dass das Europäische Parlament oder der Rat der EU auch noch das verhindert. Genau, dann ist da noch wichtig, dass das eigentlich alles nochmal auf die Höhepunkt treibt. Also alles, worüber wir schon, vorher schon gesprochen haben, kann unter der Krisenverordnung nochmal verschärft werden. Genau, und der erste wichtige Aspekt ist dabei, dass die Krisenverordnung halt eben nur für bestimmte Situationen gelten soll. Diese drei Situationen sind Krise, Instrumentalisierung und höhere Gewalt, darauf gehe ich gleich noch ein. Und dass dann eben, wenn eine von diesen Situationen festgestellt wird, die Folge davon ist, dass eben alles, was wir jetzt beide schon vorher quasi erzählt haben, nochmal verschärft werden kann oder nochmal ausgesetzt werden kann, alle Garantien, die überhaupt noch da sind. Genau, was ist also die Krise in der Krisenverordnung? Die Krise kann entweder sein, dass es eine außergewöhnliche Situation eines Massenzustroms gibt von irregulär Einreisenden. Irregulär Einreisende sind tendenziell sehr viele Menschen, weil es sehr wenig Möglichkeiten gibt, legal in die EU einzureisen. Das heißt, genau, und was dann unter Massenzustrom gefasst ist, ist nicht definiert, also nicht im Rechtsakt selbst. Und genau, das ist natürlich auch ganz vorteilhaft, das nicht zu definieren, weil dann können eben auch Mitgliedstaaten, und das ist auch in dieser Verordnung so festgesetzt, ein Mitgliedstaat kann das auch von sich so sehen, dass das jetzt ein Massenzustrom ist. Es gibt dann zwar noch ein Notifizierungsverfahren, was quasi verhindern soll, dass ein Mitgliedstaat das einfach mal so beschließt, aber trotzdem ist es relativ unklar, was damit gemeint ist. Das gleiche Problem der Unklarheit haben wir auch in der zweiten Situation, dass eine Krise sein kann. Eine Krise kann auch sein, wenn es hohe Anrufzahlen als Seenotrettungsaktionen gibt, welche dann eben die Funktion des Asylaufnahme- oder Rückkehrsystems in den Mitgliedstaat gefährdet. Auch hier wieder wissen wir nicht, wie hoch müssen die Anrufzahlen sein, was bedeutet es, wenn die Funktion gestört ist oder gefährdet ist, was ist darunter gefasst, das ist nicht definiert. Genau, dann die Frage, was ist die Instrumentalisierung? Das ist die zweite Situation. Für Instrumentalisierung gab es in der Vergangenheit zwei prominentere Beispiele. Zum einen gab es die Situation 2020, wo die Türkei gesagt hat, wir lassen die Leute jetzt durch, die können jetzt nach Griechenland. Und es gab auch die Situation 2021, glaube ich, wo Lukaschenko gesagt hat, auch wir fliehen die Leute an die Grenze, an die EU-Außengrenze, damit sie dort dann, genau, und das Ziel da war von Lukaschenko, dass die Sanktionen gegen Belarus aufgehoben werden sollten. Also sind das nochmal, da ist nochmal wichtig zu sagen, dass das Situationen sind, wo die quasi komplett unabhängig von MigrantInnen und deren Verhalten sind, weil, wie vor allen Dingen im Fall von Lukaschenko, da ging es um Wirtschaftssanktionen. Das heißt, eigentlich eine ganz andere Thematik, die hier aber dafür ausgenutzt wird und die Folge davon ist,
dass es auf Lasten oder auf dem Rücken von Migranten ausgetragen wird. Jetzt zu den Folgen. Wir haben eben ganz viel davon schon erzählt, was verschärft wird unter der Asylverfahrensverordnung und unter der bestrittenen Asyl-Migrationsmanagement-Verordnung. Und hier haben wir jetzt eben nochmal eine Verschärfung. Pia hat vorhin gesagt, bei den Grenzverfahren sollen angewendet werden auf Menschen, die aus Herkunftsländern kommen, wo die Anerkennungsquote bei unter 20% liegt. Hier kann sie ausgewertet werden bis zu einer Anerkennungsquote von 75%. Das heißt, eigentlich sehr, sehr viele Herkunftsländer oder sehr, sehr viele Menschen aus vielen Herkunftsländern würden dann darunter fallen. Genau, wir haben eine Verlängerung von Fristen für Grenzverfahren und wichtig auch nochmal hier, weil Pia eben auch schon die Lage angesprochen hat, wir haben auch eine Absenkung von den Unterbringungsstandards und das ist auch wieder was, was wir heute schon sehen. Wir sehen heute schon menschenunwürdige Unterbringungsverhältnisse, wo nicht genug Wasser da ist, wo es Essen gibt, was abgelaufen ist und trotzdem saniert wird, und hier soll das jetzt auch nochmal besteht auch mal die Möglichkeit, diese Unterbringungsstandards eben abzusenken, sogenannte minimale Grundbedürfnisse, wo die Frage ist, was ist das denn noch, wenn wir jetzt eigentlich schon eigentlich menschenunwürdige Verhältnisse haben. Ja, where do we go from here? Das ist alles noch nicht entschieden, sondern in der Diskussion, auch wenn manche Zeitungsberichte das irgendwie ein bisschen anders titeln. Das ist jetzt gerade im Trilog, die GEAS-Reform, aber ganz viel ist auch schon entschieden, weil die Asylverfahren sind Realität, und zwar für richtig viele Leute. Es sind richtig viele Leute, die gerade auch im rechtlichen und tatsächlichen Limbo hängen, für die sich niemand als zuständig erklärt und die, also deren Rechte auf einer täglichen Basis gebrochen werden. Und das ist ganz schön frustig. Es gibt hier so eine Petition von Pro Asyl und später reden wir auch noch darüber, welche Möglichkeiten es gibt, irgendwie ins Handeln zu kommen und nicht nur gefrustet zu sein. Was ist mit dem Recht? Unser Punkt ist, glaube ich, so, dass es darum geht, das Versprechen der Menschenrechte einzulösen, dass der Fokus also sein muss auf den Rechten, die es gibt und die wir haben, auf den Rechtsgarantien, die es gibt und die wir haben. Darauf müssen wir pochen. Wir brauchen kein neues Recht, nicht schon wieder eine Asylnovelle, sondern es geht darum, die Rechte, die seit über 70 Jahren wo stehen, auch sozusagen in die Praxis umzusetzen. Das ist das Zurückweisungsverbot, individuelles Asylrecht und individuelle Verfahren, genauso wie das Pönalisierungsverbot, von dem ich vorhin schon gesagt habe. Das Recht darauf, dass Rechtsbehelfe auch wirksam sein müssen. Diskriminierungsverbot, hier ist vielleicht noch zu sagen, da reicht das Recht noch nicht an die politischen Forderungen dran, denn das ganze Asylsystem, das Mobilitätsregime der EU ist inhärent diskriminierend. Und trotzdem sagen ganz viele RechtswissenschaftlerInnen, dass Antidiskriminierungsrecht dagegen noch nicht hilft, weil man darf unterscheiden nach der nationalen Herkunft. Und da ist es total wichtig, sich politisch weiter zu engagieren, damit diese Ungerechtigkeit nicht in der Welt bleibt. Aber auch, es gibt trotzdem das Diskriminierungsverbot auch im Recht. Und genau, all diese Sachen, die gibt es schon und auf die müssen wir uns besinnen, auf denen müssen wir beharren. Und die können wir mobilisieren gegen die GEAS-Reform und gegen das aktuelle Asylsystem der EU. Dankeschön. Du hast es schon vorher beantwortet. Also sozusagen, das ist für den Zweck des Asylverfahrens, aber auch für alles andere, gilt die Person als nicht eingereist. Und damit die Person eben im Grenzverfahren behandelt, also beziehungsweise das Asylverfahren der Person im Grenzverfahren behandelt werden kann. Und vielleicht als generelle Ergänzung nochmal, warum das so wichtig ist, ist häufig, weil Zuständigkeit für die Gewährung von Rechten, Gewährung von Schutz,
läuft über Territorialität. Also wenn gesagt wird, eine Person ist in diesem Land, dann ist das Land dafür verantwortlich, dann ist das Land für Menschenrechtsverstöße, kann dafür vor Gericht gezogen werden. Und diese Nicht-Fiktion macht quasi immer zu sagen, wir haben eigentlich mit der Person nichts zu tun, wir müssen uns eigentlich nicht drum kümmern. Und genau, funktioniert deshalb quasi auch immer als Möglichkeit, von Rechten abzuweichen, Rechte nur halb zu gewähren oder zu sagen, nee, das waren wir jetzt gar nicht quasi. So, das nochmal als politische Einordnung zu dem, was Pierre gesagt hat. Ja, und bei jetzt der Gesetzgebung ist ja die Kommission, der Rat und das EU-Parlament involviert. Aber es gibt ja auch eine judikative Gewalt, aber es ist quasi erst so, dass die Judikative etwas dagegen tun kann, wenn tatsächlich ein Mensch klagt, wenn das Gesetz überhaupt schon durch ist, oder gibt es da auch Instanzen, da vorher einzugreifen aus dem Strang der Kritik? Genau, gibt es nicht. Also das ist ja auch Teil der Gewaltenteilung zu sagen, das Gesetz darf eben, genau, wird von den Staaten gemacht oder wird von der EU gemacht. Und genau, danach kann erst dagegen geklagt werden. Genau. Und das Ding ist, also diese drei Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, die bestehen aus total vielen Vorschriften. Allein diese Grenzverfahren sind irgendwie über 10 Seiten oder sowas geregelt. Und die sicheren Drittstaaten auch. Das heißt, wenn es sozusagen zu einer gerichtlichen Kontrolle käme, dann würden diese einzelnen Akte wahrscheinlich eher im Fokus stehen als das ganze Ding. Diese Massenzustromregelung ist ja in Deutschland bei dem Zustrom der Ukrainer außer Kraft gesetzt worden. Das heißt also, ein einzelnes Land kann es machen. Und ich frage mich jetzt, warum das nicht 2015, als eben sehr viele Flüchtlinge aufgekommen sind, warum das da nicht gemacht wurde. Ist das auch wieder eine rassistische Sache? Also meine ich jetzt. Ne? Also ich weiß nicht, wie das eingeordnet werden kann. Es wird sich da nochmal zu differenzieren, weil das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also das wird als Massenzustrom bezeichnet, aber wir wissen nicht, ob damit der gleiche Massenzustrom bezeichnet wird, der jetzt für UkrainerInnen gilt. Für UkrainerInnen ist das ein anderer Rechtsakt, also nochmal von diesen dreien, die wir jetzt besprochen haben, was anderes. Da geht es um temporäre Schutzberechtigung und das ist auch ein EU-Rechtsakt. Das hat also nicht Deutschland alleine entschieden, sondern das basiert auf einer EU-Entscheidung, die dann in den einzelnen Mitgliedsländern umgesetzt wurde. Wenn wir uns diesen Rechtsakt angucken, wenn wir uns die Vorschrift zu den temporären Schutzberechtigten angucken, dann stellen wir uns als Rechtswissenschaftlerin die gleiche Frage, weil dieses Instrument gibt es schon länger und wir fragen uns auch, warum das nicht für Menschen aus Afghanistan genutzt wird, weil auch da könnte man sie dafür verwenden. Ich denke, das ist komplexer als nur Rassismus, aber ich würde auch sagen, dass das von rassistischen Stereotypen, dass das definitiv eine Rolle spielt. Und eben wenn es um diese Krisenverordnung geht, dann geht es da eben nicht um die Gewährung von Schutz, wie das bei der temporären Schutzberechtigungsverordnung ist, sondern es geht halt hauptsächlich um die Situation dann an den Grenzen und was dann wieder möglich ist. Das ist also, genau, es geht zwar in beiden irgendwie um Massenbewegungen, die irgendwie nicht weiter definiert sind, aber es geht trotzdem inhaltlich nochmal um unterschiedliche Dinge. Eine kurze Frage noch, das Recht mobilisieren, irgendwie, also dann betroffene Flüchtlinge, geflüchtete Menschen müssen dann selber um ihr Recht klagen oder wer klagt um dieses Recht und wo klagt man? Also ich verstehe auf jeden Fall dieses Unbehagen mit das Recht mobilisieren. Wir haben das vor allem diskursiv und politisch auch gemeint, weil das Ganze ist eine rechtliche Architektur, die Leute in bestimmte entrechtete Lebenssituationen versetzt. Und genau,
wessen Rechte verletzt werden. Die Person muss klagen und da geht es dann um Beistand, weil dieses ganze System ist eigentlich ein System von subjektiven Rechten, das heißt, man hat die immer selber. Aber letztendlich keine ausreichende Antwort, also durchaus frustrierend, weil zum einen, wie wir gerade eben schon gesagt haben, das kann natürlich erst immer passieren, wenn diese Rechtsakte dann der Welt sind und dann geht es um Einzelfälle. Das heißt, da werden auch nicht direkt dann komplette Rechtsvorschriften wieder geändert, sondern erstmal wird dann nur im Einzelfall von der einzelnen Person, die dagegen geklagt hat, entschieden, dass das in diesem Einzelfall eben nicht geht, was dann gemacht wurde. Genau, deshalb ist es, glaube ich, wo wir alleine keine, also aus unserer rechtswissenschaftlichen Perspektive alleine keine Antwort geben können, sondern wo wir aber dennoch denken, dass das Recht ein starkes Instrument ist, dass es gilt, nicht nur eben rechtlich vor Gericht zu nutzen, sondern worauf es auch gilt, sich zu berufen in politischen Kontexten, zu sagen, wir haben hier diese rechtlichen Garantien, die dürfen nicht unterlaufen werden. Das heißt, bestimmte Rechtsakte dürfen gar nicht erst verabschiedet werden, weil das würde zu Unterlaufen dieser Garantien, zu denen Deutschland verpflichtet ist, zu denen die EU sich verpflichtet hat, die dürfen nicht unterlaufen werden. Genau, aber für die einzelne Person ist es eine frustrierende Perspektive auf jeden Fall. Vielleicht vor dem Hintergrund der fortschreitenden Zeit jetzt erstmal mit dem nächsten weitermachen, aber wir haben auf jeden Fall im Anschluss noch Zeit, wenn das okay ist. Sehr gut. Ja, okay.